Der DAX hat wieder ein neues 15-Monats-Hoch. Wir sind auf dem Stand vom 20.01.2022. Aber irgendwo fehlt das große Hurra-Geschrei. Die Franzosen haben schon vorgemacht. Cacarand war, glaube ich, gestern, heute auch, auf einem neuen All-Time-High unter der Führung von LVMH. Und das mag den einen oder anderen verwundern, weil da rennen sie auf der Straße rum, da brechen sie bei BlackRock ein, da brechen sie bei LVMH ein. Aber das sind Kollateralschäden. Die Franzosen sind, ich habe lang genug da gelebt, um das behaupten zu können, das ist ein Land der Revoluzer, aber nicht gerade der Reformer. Deswegen ist es dem Cacarand auch mal egal. Vor allen Dingen bei LVMH, die haben noch 2000 andere Läden, das interessiert ihn nicht. LVMH ist auch auf einem neuen All-Time-High. Und der DAX schafft es nicht. Wir haben noch ganz grob 500 Punkte. Aber bevor ich das jetzt mache, befehle ich, also in den DAX gehe, will ich das hier euch zeigen. Nächste Woche ist der Börsentag in München. Und der hat den ganz großen Vorteil, dass in den beiden Hallen sind drumherum sind solche Kabinen. Größere, kleinere, von 60 Leute bis 300 Leute. Und manchmal werden sie auch zusammengelebt. Das heißt, die Sprecher müssen nicht wie bei der WOT oder auch bei der Invest rumschreien. Die Geräuschkulisse ist insgesamt sehr ruhig. Und ich lade euch ein, ich bin zusammen mit dem Frank Soleder. Frank ist einer meiner Vorzeigeschüler. Der wird jetzt also auch in der Bild-Zeitung erwähnt oder in ARD-Tagesschau. Mache ich zusammen so ein Wünsch dir was. Und das ist um 10 Uhr gleich. Wir sind gleich mit die Ersten da dran, oben in dem Raum E121. Und wir haben uns überlegt, ihr dürft euch dann Aktien wählen und wir analysieren die. Kurz und knackig. Und wir werden in erster Linie die Damen fragen. Also die Damen haben absoluten Vorrang. Wenn sich da jemand eine wünscht, dann kommen erst die Mädels dran und dann die Jungs. Nur, dass ihr das wisst. Das ist nächsten Samstag. Würde mich freuen, wenn ihr kommt. Wer mich kennt, weiß, es ist immer recht spaßig. Meistens auch. So, jetzt gehen wir in DAX. Also, hier ist das Hoch vom 20.01.2022. Also das Gap. Bei 15.912 ist hier das Gap. Ich kann das jetzt hier nicht so gut darstellen, aber glaubt es mir, es ist da bezogen auf den Xetra-Schlusskurs 15.912. Die Mauer, die wir hatten, bei 15.670, die Mauer wie zum Schlaraffenland, ist durchgebissen worden. Da hätte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Wir hatten ja am Mittwoch da dieses fette Teil hier. Das war ja wirklich innerhalb von Minuten da auf 200 Punkte hoch. Jetzt haben wir heute schon wieder so eine Art Shootingstar, aber langsam gehen mir da die Argumente aus. Wir hatten hier einen, zwei, drei, da sind schon mehrere. Hier hinten hatten einen, der hat mehr gegriffen. Wie auch immer, wir haben diese Mauer zum Schlaraffenland durchbissen, aber es gibt keinen Nachtisch. So möchte ich es mal formulieren. Ich finde das insgesamt merkwürdig. Der Markt ist nicht so, dass, oder der DAX ist nicht so, dass alle Branchen steigen, sodass der Markt steigt, dass man sagen kann, so, Deutschland, cool, alles fein und wir gehen jetzt nur noch hoch. Das sind immer wieder Branchen. Heute waren es die Banken ab 12.45 Uhr, als JP Morgan seine Zahlen bekannt gab, und es waren die Versicherungsaktien, die sind ja überall gestiegen. Also eine Aroundtown fast 7% und TAG Immobilien 5% und was hatten wir, Vonovia haben wir 3%. Aber die wurden halt dann während des Tages abgelöst von den Banken. Dafür haben dann die MTU nachgegeben oder die Versorger nachgegeben. Es ist also es ist nicht der Gesamtmarkt, der steigt. Es sind immer wieder rotationsmäßige Teilbereiche des DAX, der steigt. Und das macht es ihnen, finde ich, recht schwierig zu handeln. Von der Technik her ist im Prinzip jetzt, gilt Folgendes, die ehemals 15.670 ist jetzt eine wichtige Unterstützung. Da liegt dann auch die 10-Tage-Linie, die haben wir hier. Wir sind im Prinzip frei. Es gibt mehrere kleinere und auch größere Widerstände. Also der nächste ist dann eben jenes Gap vom 20.01.2022. Das ist bei 15.918. Dann haben wir natürlich die psychologische Marke von 16.000 und dann haben wir das All-Time-High bei 16.290. Das sind jetzt die Marken, die nach oben gelten, und nach unten habe ich hier die 15.670 und danach eben immer noch diesen Bereich hier von 15.270, 15.300. Mehr habe ich also von den Chartmarken nicht. Wir sind von der Technik her nach wie vor neutral. Ich kann über den Trendfolger also gar nichts Positives oder Negatives sagen. Ja, der ist da, bringt mir aber kein Signal. Wir sind weiterhin im überkauften Bereich über den Oszillator ohne Verkaufssignal. Also der kann
Und das ist das, was ich vermisse, so ein Aufatmen, so ein Hurra, wir haben es geschafft und jetzt gehen wir gleich mal auf die 16.000. Das vermisse ich irgendwie. Das finde ich insgesamt ziemlich traurig. Bei den Einzelaktien geht teilweise echt die Post ab, nach oben und nach unten. Aber hier ist momentan, es ist kein Freudentaumel. Ist nicht da, also ich sehe es nicht. Ja. Ich meine auch keine Anschlussorders sehen zu können. Nennenswerte Endinvestoren, die sagen, okay, das ist jetzt alles in Ordnung, wir machen jetzt die, was weiß ich, 16.5, 17.000, wir kaufen das mal. Also ich sehe das nicht. Ich bleibe nach wie vor ein bisschen skeptisch. Ihr werdet mit Sicherheit ab nächster, übernächster Woche schon wieder überall den Satz lesen, da sell in May and go away. Nach wie vor, ich gebe da nicht so viel drauf. Das ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Das Gold hat sich auch schön bewegt. Das kann man auch mal im Nebensatz erwähnen. Das war ja hoch bis 2000, ich glaube, 45. Das war nur noch ganz wenig weg vom All-Time-High. Handelt momentan auch 1992. Wie dem auch sei, rein vom Chart her muss ich sagen, der Markt hat immer noch Potenzial. Hätte ich nicht gedacht, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe gedacht, die 15.800, das ist echt eine Bremse. Jetzt sind wir da 20 Punkte drüber, drunter, meine Güte. Aber er hat, ich habe hier keine nennenswerten, außer den eben genannten, wirklich Widerstände. Habe ich hier nicht. Ja. Er darf weiter hochgehen, kann er machen. Nur ich frage mich, wer kauft. Ich sehe keine Endinvestoren, wie eben gesagt. Und aber das ist jetzt für mich ein ganz wichtiger Punkt, die 15.670, dann nehme ich lieber einen Sicherheitsabstand 15.650, dann wird die Geschichte klarer, Kursverfall nach unten. Aber hat er nicht, der kämpft sich hoch, der beißt sich durch, der, wie gesagt, versucht sich jetzt im Schlaraffenland zurechtzufinden, aber irgendwie hat er keinen Bock mehr auf Nachtisch. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht und bei dem Putz sind die Hebel wieder deutlich höher. Bei den Calls bleibe ich bei den auch in den letzten Wochen genannten, die 14.833 und 14.546. Da sind wir also hier drunter. Und also bei der 14.833 sind wir ungefähr jetzt hier. Das ist weit weg. Das hat einen gemütlichen Hebel. Ich kaufe die jetzt hier momentan nicht. Gebe ich ganz offen zu, das reizt mich jetzt im Moment überhaupt nicht. Ich lasse den jetzt hier oben sich mal ein bisschen austoben. Ich muss nach oben, ich möchte nach oben nicht mehr dabei sein. Ich gucke, aber ich habe nach wie vor kein Verkaufssignal auf so Geschichten hier, den 16.217er. Und wenn der mir zu heiß ist, der hat jetzt schon 33er Hebel, den 16.000, ich runde leicht 500er mit dem 21er Hebel. Da habe ich ein bisschen Platz. Also ich glaube nicht, dass wir den Franzosen da folgen und locker hier ein neues Alltimer machen. Das sehe ich jetzt nicht. Aber ich muss dem Markt zugestehen, dass er sich immer wieder nach oben kämpft. Woher auch immer er den Mut nimmt. So, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.